30,5 Meter. Ein zähes Ringen zu Beginn dieses ersten Durchgangs für alle Beteiligten. Auch für Michael Dolezal. Es könnte ja auch nur ein Durchgang sein heute, angesichts der Witterungsbedingungen und der fortgeschrittenen Zeit. Ist das eine Möglichkeit, den Sieger heute zu ermitteln, so schnell wie es geht, die 51 Jungs hinunterzuschicken. Also, Michael Dolezal schon seit einigen Jahren dabei, aber gelegentlich im Laufe seiner Karriere immer wieder mal aus der Bahn geworfen durch Stürze. Und auch das ist ein Problem, das man so ein bisschen kommen sehen konnte, denn da unten beim Übergang vom Steilen ins Flache, da wurde nicht viel gearbeitet, um den Schnee herauszukriegen aus der Bahn, aus der Landebahn, sodass auch dort wieder, ähnlich wie in der Anlaufspur, weil zu viel Schnee ein Stoppeffekt eintreten kann und dann kommt sowas dabei raus. Aber